Oh nee, jetzt jagt mich die Polizei. Aber ich helfe euch doch nur. Kommt schon, Leute. Ich will doch nur ein guter Bürger sein. Ja, genau. Und für das werde ich wieder gesucht. Für einen Diebstahl. Aber wenn ich hier irgendwelche Sachen beschädige, das ist ihnen egal. Und fast Leute umfahre. Naja. Die Polizei eben. Besonders in Vice City ist ja nicht ganz Hölle. Hier drin ist kein Secret, oder? Nee. Hier gibt's nur Pizza. In der anderen Pizzeria-Filiale gab's ja so ein Secret. Könnt ihr euch bestimmt noch dran erinnern. In Folge, weiß ich nicht. In einer sehr, sehr frühen Folge habe ich das mal eingesammelt. Oder sollen wir heute noch eine Mission angehen? Wobei, ja, das geht sich schon noch aus. Eine Mission zumindest. So, wie schon angekündigt, wir fahren zu den Kubanern. Aber ich brauche noch eine bessere Schüssel. Und nichts zum Kochen, sondern eher zum Fahren. Denn ich weiß ja nicht, mit welchen Herausforderungen ich hier wieder konfrontiert werde. Dann werden wir uns wohl auch zwangsweise später mal an die Colonel-Mission wagen müssen. Aber irgendwie werden wir die auch gebacken bekommen. Wenn wir sogar mit Mini-Flugzeugen Bomben auf Boote werfen können, dann können wir das auch. Also in einem Panzer stehen. Irgendwie. Und ich habe die Einfahrt verpasst. Zum Weg. Tut mir leid. Hab mich verfahren. Bin leicht ortsunkundig. Aber auch nur leicht. Ich wohne ja jetzt mittlerweile schon eine ganze Zeit hier in Vice City. So, was will er denn diesmal von uns? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Die Seeschlacht. Oh, komm, wie viele Bootsmissionen habt ihr noch auf Lager? Schlägerei da draußen. You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. The Haitians, man, they're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Humberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Humberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. These Haitians, they have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Draußen war da wirklich eine halbe Schlacht gerade am Laufen, während wir mit dem geredet haben. Begib dich zu dem Rico, er fährt dich zum Treffpunkt. Okay, Rico, ich werde gerne gefahren, da habe ich nicht so viel zu tun. Und da können sich auch die Autos nicht überschlagen, außer der Rico ist vielleicht ein schlechter Fahrer. Dann, ja, hatte ich einfach schlechte Karten. Oh, wir gehen zum Flughafen oder zum Militärsperrgebiet. Beides wäre nicht so von mir präferiert. So, in Vice City Stories ist ja auch ein Ableger von der GTA-Reihe, der damals für die PSP und PS2 erschienen ist. Da spielt man ja auch einen ehemaligen Soldaten. Da startet man im Polizeilager. Nur mal so als Nebenanekdote. Hey Rico, nice boat. You ready? See, Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good. Full of holes, okay? Oh, ich fahr doch. Ich kann's nur wiederholen. Wie viele Bootsmissionen fallen euch noch ein? Was ist das für ein Lied? Erledige alle Haitianer auf den Booten. Ja, mit den Fäusten. Oh Gott, welche Waffe? Ich hab nur die hier. Ja, was soll ich tun? Unser Boot brennt.
Ich habe alle Waffen verloren, oder? Ja, komm. Brand natürlich. Deutsche Grammatik ist ziemlich schwierig. Und ich kann heute nicht mehr sprechen. Sprechen konnte ich ja noch nie. Okay. Sollen wir wirklich die Mission nochmal angehen? Nee, habe ich heute keine Luft mehr drauf. Ich würde sagen, ich schnappe mir einen Polizeiwagen und spiele ein bisschen Möchtegern-Cop. Das hört sich doch gut an. Ein guter Plan, um diesen heutigen GTA-Tag ausklingen zu lassen. Aber um das in die Tat umzusetzen, brauche ich, wie schon erwähnt, erstmal einen Polizeiwagen. Gut, dass es hier die Polizeistation gibt. Police only, ja, komm, ich bin Polizist. Freelance-Polizei. So, was müssen wir denn machen? Oh Gott, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Wieso müssen wir ihn jagen? Stell nicht so viele Fragen, er schießt ihn einfach. Okay. Komm. Irgendwie muss ich mein Karma ja wieder auf die richtige... Oh Gott. Ich kann nicht im Auto fahren. Irgendwie muss ich ja mein Karma wieder hinbiegen. Oh, er hat mich gesehen. Wieso war ich auch im Polizeiauto? An der Cover wäre es viel cooler. Hey, dein Auto brennt. Das hat wehgetan. Oh nee. Jetzt jagt mich die Polizei. Aber ich helfe euch doch nur. Kommt schon, Leute. Ich will doch nur ein guter Bürger sein. Wenn ich Leute eins ins Gesicht schlage, wenn sie vor der Polizei weglaufen, dann ist das auch okay. Aber das wieder nicht. Das geht wieder einen Schritt zu viel oder was? Einen Schritt zu weit. Ach komm. Ja, ja, komm. Oh. Das war ein typischer Auffahrunfall. Okay, das ist nicht die typische Verbrecherin. Aber gut. Warum nicht? Juhu. Hab's geschafft. Aber so viel Geld bekommen wir jetzt dafür auch nicht. Naja. Wenn wir für dieses Bootsfahrding 10.000 bekommen, wäre uns hier schon ein bisschen mehr zugestanden. Ich will mich nicht beschweren. Immerhin bekommen wir irgendwas. Na, da vorne. Ich dachte, das würde uns vielleicht entgegenkommen. Ja, wie willst du jetzt fliehen, ne? Wie willst du jetzt fliehen, mein Freund? Oder meine Freundin? Ja, meine Freundin. Oder? Nee. Sah nur ein bisschen so aus. Okay, 450. Nice, jetzt bekommen wir schon genug Geld. Aber wir haben immer nur noch einen Polizeistand. Das ist sehr gut. Das gefällt mir so. Die Polizisten schätzen unsere Arbeit. Das gefällt mir. Gut, ein bisschen müssen sie hier schon dafür sorgen, dass nicht jeder auf einmal auf die Idee kommt, einfach willkürlich Leute niederzuschießen und dafür ungestraft davonzukommen. Also ist es schon irgendwie verständlich, dass ich zumindest ein bisschen eine Strafe erhalte. Ja, ja, die Polizisten, die kennen mich eben. Braucht ihr noch gar nicht das Auto? Die ganze Crew! 800, jetzt bekommen wir aber auch Ärger mit der Polizei. Verdammt. Ich versuche mal, bevor ich zum nächsten Einsatzort fahre, dass ich mir einen Polizeistand besuche. Ich weiß ja, wo einer ist, bei mir zu Hause nämlich. Oh. Oh Gott. Ich hab's überlebt. Keine Sorge, mir geht's gut. Verdammt, der hat's überlebt. Schickt noch mehr Suizidpolizisten. So, wo geht's jetzt zu meiner Bude? Wo geht's zu meiner Bude? Ich hab's vergessen. Ich hab's wirklich vergessen.
Hier rein? Ja. Jawohl. Okay. Sie scheinen abermals das Interesse verloren zu haben. Ab zum nächsten Einsatzort. Wenn ich da noch zeitig hinkomme, heißt es. Ups. Sorry, Lady. Sorry, Pfeiler. So. Ich glaube, das könnte knapp werden. Yep. Wir sind mitten im Haitianer-Territorium. Sollte meine Homies anrufen. Also die Haitianer. Aber ganz ehrlich, wie sollten wir die Mission vorher schaffen? Vielleicht hätten wir mit dem Boot irgendwie wegfahren sollen? Ich meine, ich kann ja auch nicht schwimmen. Ich könnte ja nicht rüberspringen oder so. Da bräuchte ich fast eine Bazooka. Weil wenn die dann alle gleichzeitig auf das Boot schießen, dann sieht die Situation nicht mehr so gut aus. Eine Kolonne! Komm. Ah, crap. Ups, hallo. Entschuldigung. Hey, wir werden nicht mehr von der Polizei gejagt. Jetzt ist er ausgestiegen, oder? Komm. Oh, die Polizei ist auch da. Hallo. Hallo, Polizei. Schön, Sie zu sehen. Alles ist in bester Ordnung. Wir spielen noch ein bisschen. Wir spielen noch ein bisschen GTA. Okay, da ist das hinüber. Und die hatten auch schon anständiges Kaliber, wenn ich das so sagen darf. Also an Bewaffnung. Jetzt nicht, was ihr wieder denkt. Na komm, wo ist der zweite? Warte auf mich! Entschuldigung. Oh, der raucht eh schon. Ich glaube, der ist schon ein paar Mal wo angefahren. Wie der fährt. Oh nein, ich werde von Polizei gejagt. Yes. Okay, gut, das reicht. Wir haben genug Geld verdient. Jetzt nur noch schnell nach Hause, den Polizeistern loswerden und dann speichern. Fahr, 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 fahr. Na, solange will ich von der vom FBI oder so gejagt werden. Ist noch alles im Lot. Oder von Miami Vice. Oder von einem Heli. Oder gar einem Panzer. Oh, hallo, Polizei. Nein, das Stern ist nicht da und ich kann nicht speichern. No! Oh Gott, wie werde ich die Fahndungslevel los? Kann ich sie bestechen? Seid ihr bestechlich, Leute? Ich hab Geld, ich hab viel Geld. Wollt ihr einen Zehner? Nicht? Na gut. Wo komme ich denn oben hin? Auch nicht sehr hilfreich. Leider weiß ich gerade keinen anderen Aufenthaltsort von dem Polizeistern. Mein altes Auto steht noch da. Oh Gott. Jetzt muss ich nur noch die Zeit hier aussetzen. Oder kann ich das händisch... Nein, kann ich nicht händisch abbrechen. Was ist das für ein Ding? Ja, dann warte ich halt 40 Sekunden. Wo kommen wir da oben nochmal hin? Ich dachte, mir oben war irgendwas. Wo, 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 wo. Lass mich in Ruhe, Polizisten. Aua. Das tut ja weh. Und sie erschrecken die alte Dame hier. Können sich weitergehen. Oh verdammt, ich bin falsch. Gibt's hier vielleicht einen Polizeistern? Hallo, 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 schön Sie zu sehen. Nicht wirklich. Oh. Ein Parkplatz.
Ohne Polizeistern natürlich. Man spawnte da endlich wieder. Aber ich kann die auch jetzt speichern, oder? Ja, kann ich. Dann werde ich speichern, wenn ich das schon schaffe. Nicht hervor die Straße, auf das... Also nicht... auf das Auto werfen. Oh Gott. Ja, fahr da rein. Schnell nach Hause, schnell nach Hause. Da sind wir auch schon. Ah, der Polizeistern hat gerespawnt. So, perfekt. Ja, dann verabschiede ich mich, ne? Die Polizisten, die haben noch ein bisschen Radau zu machen. Aber... So, auf dem Dach bin ich mir immer sicher. Denn sie finden den Weg hier rauf nicht. Hihihi. Okay, gut. Dann verabschiede ich mich abermals von Let's Play Vice City. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann, ne? Oh, jetzt fängt es zu regnen an.